Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Call of Duty Black Ops 3. Wir sind jetzt zurück bei Hardcore Team Deathmatch. Wir fangen wieder an auf Redwood. Ja, und ich hatte eigentlich gehofft, der Ladebalken ist jetzt bei diesem Moment schon weiter. Ich bin dann 16, ich hoffe, ihr habt Spaß. Hey, Ladebalken, komm, lass mich nicht hängen. So, und wir sind hier in eine Partie reingestartet. Ich habe hier die Vespa. Hardcore Team Deathmatch. Die Faro haben wir im letzten Match freigeschaltet gehabt, habe ich noch nicht ausgerüstet. So, mit der Vespa brauchen wir noch ein paar Headshots. Yay! Wir haben jetzt insgesamt 29 Headshots mit der Vespa, also das wird noch ein langer Weg. Werde ich natürlich nicht alles im Let's Play machen, die Headshots. Werde ich auch privat dann ein paar Headshots hier und da landen lassen. Aber ich bin froh, dass wir jetzt wieder zurück sind im Team Deathmatch. Ich weiß nicht, ob euch Herrschaft gut gefallen hat. Es ist einfach, gibt viel zu wenige, die das Objective spielen und das nervt. Wenn man selber immer der ist, der mit Abstand die meisten Eroberungen gemacht hat von Gebieten, dann geht der Spaß weg. Weil ich will nicht der sein, der nur Eroberungen macht und kein anderer macht den Job, den er zu tun hat. Aber naja. Weniger von Herrschaft, mehr von Team Deathmatch. So. Schön die Headshots verteilen, leider nicht. Aber Kills gehen ja auch. Kills reichen auch aus. Aber mit der Vespa kann man normalerweise nicht so weit schießen. Ich habe, glaube ich, den langen Lauf ausgerüstet jetzt. Bei der Vespa. Also ein bisschen stabiler auf die Entfernung dürfte es sein. Aber ich glaube, ich habe dafür... Ne, den Griff habe ich immer noch. Okay, gut. Griff habe ich immer noch dran, ansonsten wäre das ein Massaker an Hin- und Herfliegen. Ah, Wursthupe. Hat nicht den Kopf hingehalten. So, jetzt kommen die alle von da wahrscheinlich. Nein? Keiner? Okay. Dann schauen wir mal, was es hier zu holen gibt. Ah! Kacke, ich dachte, der schaut woanders hin. Warum steht er überhaupt da? Warum bleibt er da stehen? Naja. Ziemlich knappes Spiel momentan. Verbündete Drohne nähert sich. Auf die Entfernung. Okay, auf die Entfernung niemals. Und nachladen. Warum nicht? Nein, nicht schießen. Jawoll. Paar Kills hier und da. Hier ein Assist. Da kommt gleich jemand, den ich killen kann wahrscheinlich. Hier oben ist einer. Nein. Okay. Versteckt ihr euch etwa? Wollt ihr nicht mehr von mir gekillt werden? Aber das ist doch so schön. Für mich. Okay, da ist ein Gegner. Wenn der da immer noch in der Ecke hockt. Nö. Aber hier sind auf jeden Fall Gegner. Verdammt. Egal, jetzt haben wir wieder einen klaren Bildschirm. Und die Kriegsmaschine ist bereit. Mit der brauche ich auch noch ein paar Abschüsse. Tch, als ob du mit dem Feuer rankommen würdest. Okay. Also kein Kill. Mit der Kriegsmaschine. Meinetwegen. Ich dachte, den da unten kriege ich auf jeden Fall. Pustekuchen. So, hier ist sicher wieder irgendjemand. Aufpassen auf der Ecke da. Okay, keine Gegner in Sicht. Im Bunker. Das sind normalerweise immer Gegner. Nein, kein Headshot. Das wird eine Aufgabe bei der Vespa, die Headshots zu holen. Das wird eine schöne Aufgabe. Das sehe ich schon kommen. Kill, Wursthupe ist tot. So, ich probiere mal unten lang. So. Jetzt hier lang.
Waldläufer. Ah! Headshot. Damit habe ich die 30 Headshots ein Drittel fast geschafft. Ich muss echt eine Lösung finden, wie ich den Spray von dieser Waffe wegkriege. Also die... das große Wackeln der Waffe. Ah. Verbündete Vorräte. Aber mehr als Griff kann man ja nicht machen. Und den Griff habe ich ja ausgewählt und der hat mich. Drohne nähert sich. Das ist kein Gegner. So, wo sind die Gegner? Alle 100 Meter. Da oben kommt sicher noch jemand vorbei. Yep. Okay. Und da von unten kam einer lang gerannt. Sehr nice. Oh, da war einer. Den habe ich noch springen sehen. Kopf? Nein. Drohne nähert sich. Brusthupe, schauen wir mal in die Drohne. Ja, zwei sind da drin. Das war ein Headshot. Der andere läuft hier lang. Ziemlich schnell, aber nicht schnell genug. So, Kriegsmaschine hole ich jetzt erstmal nicht raus, weil... doch ein bisschen... ich bin doch sehr schnell tot. Warte ich lieber, bis ich wieder volles Leben habe. Oder? Blitzer-Koordinaten erhalten. Unterwegs. Na komm. Ach, Kacke. Der war schnell bei mir vorbei. Verbündete Drohne nähert sich. So, ich hock mich wahrscheinlich wieder oben in den Raum rein für die Kriegsmaschine. Weil ich einfach nicht weiß, wo ich sonst hingehen soll. Huch. Wirklich jetzt? Oh mein Gott. Es gibt Idioten und es gibt Idioten. Nice. Mehr Kills. Jawoll. Huhu. Die Welt sieht zu. Das war meine gute Kills-Maschine. Zack. Fäuste. Ah, Kacke. Drohne nähert sich. So, und jetzt gleich dann nochmal neuer Versuch. Verbündete Vorräte nähern sich. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Der ist tot. Na, kein Headshot. Ich will doch nur Headshots. Verbündete Hellstorm unterwegs. Boom, nichts getroffen. Alter! Kleiner Schisser. Na komm. Wer traut sich, die zu holen? Du stehst mir im Schussfeld. Alle Missionsziele 21 zu 11, das ist doch mal eine gute Runde. Das ist doch mal eine gute Runde. Kann man direkt mit einem Schluck Wasser feiern. Das ist ein cooler Anzug. Die 54i vernichten jeden Gegner. Vernichten jeden Gegner. So, gutes Spiel. Hey, klatsch, klatsch, klatsch. Ah, oh yeah, oh, oh yeah, give it her, girl. Oh yeah. Ach ja, genau, wir haben ja noch eine Kiste, die ich öffnen kann. Oh my god. Ich kann euch ja noch eine Kiste zeigen. Und es lädt. Und es lädt. Und es lädt. Und es lädt. Und wir haben eine Magazinerweiterung bekommen. Wir haben Schneejob erhalten. Und wir haben America-Körper erhalten. 20 Abschüsse mit der Kriegsmaschine. So, dann gehe ich aber erstmal zum Spezialisten. Da habe ich jetzt 20 Abschüsse und 22 insgesamt. Fehlen noch 18 Abschüsse. Soll ich America anziehen? Ne, ich behalte das. Das sieht einfach cool aus. Ich finde, das sieht cool aus. Einfacher. Die sieht einfach cooler aus. So, Klasseneditor. Wir haben hier für die Vespa bekommen Magazinerweiterung. Was habe ich ausgerüstet? Vollmantelgeschoss. Vielleicht nehme ich dafür Lasermarkierer. Weil das ist ja nicht wirklich... das ist ja nur erhöhte Durchschlagskraft. Die bringt ja eigentlich nicht viel. Oder ein schnelles Magazin. So, ganz einfach schnelles Magazin. So, ab in den Schwarzmarkt, schnell noch einmal was öffnen. Zack, Fusion.
Okay, das war ziemlich lame. Doppelte eintauschen, zwei normale eingetauscht. Da haben wir auch schon wieder 8 Kryptos und können in der nächsten Runde direkt wieder eine Kiste öffnen. Sehr nice. Very, very nice. Bada, 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 bada. So. Und kling. Hardcore Team Deathmatch. Waschbar. Verdammt, ich wollte ja die Pharo nochmal. Egal. CDP, das Kommando sieht. Bei der Pharo brauche ich, glaube ich, noch stolz. Ein paar Mal 5 killen, ohne zu sterben. Und das ist bei der Pharo einfach ein große Herausforderung. Großer Pain in the ass. Große Herausforderung. Ha, ich brauche kein Visier, um euch zu töten. So, da ist irgendjemand. Aber ich brauche Headshots, das ist klar. Auf diese Distanz kriege ich keine Headshots. Aber wenn ihr euch direkt vor mich stellen wollt, dann wäre das super. Nein, 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 du kriegst mich nicht. Nein? Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Keiner, der auf mich schießen will? Gegner? Gibt's Gegner? Oh, das schnell nachladen ist geil. Gegner, 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 Gegner. Put, 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 put. Put, put. Oh, hi. Verdammt. So, den können wir uns aber holen, wenn er immer noch da ist. Zick. Rutschen. Rutschen, laufen. Rutschen und wedeln. Feindliche Vorräte über uns. Nein! Kacke. So. Da kommt keiner. Da ist keiner. Schade. Aber wo sind die Gegner? Ich brauche Headshots, Leute. Headshots. Da hinten war einer. Oh, da ist einer. Ein schöner Headshot. Puh. Hätte auch ziemlich in die Hose gehen können. Ziemlich schnell. Kacke. Achtung, feindliches verstärktes Geschütz gesichtet. Das ist toll. Oder auch nicht. Au! Da hat mich der Sperber getötet. Feindliche Drohne nähert sich. Au, au. Das war ein Stamm. Ein! Blöde Ziege. Ne, den Gefallen gebe ich dir nicht nochmal da hoch zu gehen. Ich mache das jetzt von hier. Du hast mich aber gesehen, oder? Ja, aber ich krieg keinen Headshot hin. Warum auch? Warum auch? Wer braucht schon Headshots? Wir haben Überouch. Warum nur ich? Achtung, feindliche Vorräte von oben. So. Holen wir uns mal. Ah, jetzt kommt der Zug. Willst du mich verarschen? Hey, ich habe jemanden getötet. Das reicht mir doch. Heisenberg. So, das sind keine Gegner. Schauen wir mal hier um die Ecke rum. Das sind doch sicher Gegner. Kacke. Kacke. Kakalake. Ah! Nüpp, 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 nüpp. Du tötest mich heute nicht. Ich sollte nachladen. Jetzt mit schnelles Nachladen geht das ja. Drohne nähert sich. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Da ist irgendwo ein Gegner. Oh. Verschwendeter Gegner. Der hätte es doch Headshot geben können. Der hat ja anscheinend nichts gemacht. Schweizer Edelmode. Kill. Aber kein Headshot. Keinen Kill. So. Hui. Headshots. Gebt mir Headshots. Headshots, 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 Shots, Headshots, Shots, Headshots, Headshots, Shots, Headshots. Wow, von hinten.
10. So. Schauen wir mal ein bisschen raus. Hui, da ist doch jemand. Hi. Nett, Sie kennenzulernen. Oh, da kommen ein paar. Verdammt. Achtung, feindliches Feindliches gesichtet. Okay. Nemo, nicht da lang gehen. Anderen Weg finden. Drohne nähert so. Sich. Da ist irgendjemand. Na komm. Du wirst doch einen Headshot haben. Nein. Oh, hi. Ah, ich will doch nur Headshots. Ja, ich hab den gesehen, der dahinter ist. Ich mach das einfach nur mal schnell kaputt. Ohne zu schießen, damit ich nicht auf der Map zu sehen bin. So. Falls sie eine Drohne hätten, da hätten sie mich aber trotzdem gesehen. Okay, mich hat's gewundert, dass ich nicht getötet wurde. Aber ein paar Punkte für Geschütz weghauen ist ja auch was. Eingesetzt. Oh, da ist... Oh mein Gott. Hätte er sich nicht bewegt, hätte ich ihn nicht gesehen. Und die alte Qual, das alte Leid. Keine Headshots, weit und breit. Nein, zu schnell. Nein, mein Team... Nein, nicht tot. Okay, ich probiere die Kriegsmaschine. Die muss ich ja wieder rauspacken gleich. Ich glaube, da ist erstmal ein Gegner. Okay. Dieser Verräter muss ausgemerzt werden. Oh yeah. Ach, das ist ein Gegner. Ich dachte, das wäre einer von uns, der diese Blitze schießt. Shit. Shit, shit, shit. Das war ungünstig. Ich will gerade gar nicht auf meine KD gucken, will ich aber gleich. Trotzdem. Ja, einer von uns. Ja, schieß auf mich bitte. Wo sind die Gegner? Der zweite Platz ist nichts wert. Vernichtet sie. Da hinten war jemand. Verdammt! 12 zu 15, nicht toll. Nicht toll. Nicht. Nicht toll. Augen auf! Mach doch einmal die Augen auf. Dann seht ihr die Welt klarer. Denn klarer ist schön. Oh, da kommt der nächste Zug. Ich gehe aber erstmal raus hier. Tja. Nicht vom Zug erwischt worden. Jetzt darf ich warten, bis der Zug vorbei ist. Okay. Wahrscheinlich nicht so lange warten. Kein Headshot. Warum auch? Na komm. Nein. So, mach die Augen auf. Ich bin kein Gegner. 13 zu 16. Wir erhalten neue Missionsbefehle. Meh, vielleicht 3 Headshots. Nicht genug. Die Headshots sind nicht genug. So, was... Interessant, in den Arsch. Oh, Heisenberg hat dieselbe Visitenkarte wie ich. Das geht doch gar nicht. Nein! Heisenberg, warum? Bier. Als Tag. Und Herr Molotow hat Bier als Tag. Das ist natürlich toll. Bier. Das Bier-Schwadron. Bier. 100 zu 90. Das war doch akzeptabel, würde ich sagen. So. Und wir warten,
bis der Ladebildschirm weg ist und wir warten. Bis der Ladebildschirm weg ist und wir warten. Was in dieser Kiste alles denn klar. Hier drin die ist und wir warten. Auf selten, auf normal und auf... Oh. Siehst du? Genau. Haymaker-Tarnung, Hitze. Sieht nett aus. So, und damit sage ich auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin viel Spaß und viel Vergnügen. Und Servus, tschüss.